Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin zurück aus der Sommerpause und es soll wieder losgehen mit Videos zum Zusehen, zum Zuschauen. Hier Golf mit unserem Pepper Woods. Yo, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan und zwar sind mittlerweile die Patch Notes 5.0 rausgekommen und 6.0 erst vor wenigen Tagen. Und natürlich beinhalten die Golfplätze zu der Open Royal Liverpool Golf Club und jetzt natürlich zu den Playoffs für den FedEx Cup der Olympia Fields Country Club, der jetzt am Wochenende ja dran ist. Und deswegen werden wir den auch heute spielen. Na, letzte Woche am Wochenende gab es ja Lucas Glover, ein starkes Stechen hier gegen Patrick Cantlay und das war schon richtig cool. Und jetzt dieses Wochenende natürlich die nächste Runde in den Playoffs und es gibt die BMW Championship auf Olympia Fields und die wollen wir hier spielen. Da sehen wir nämlich den Platz, ein paar 70 mit 7.966 Yards und das Ganze ist in der Nähe von Chicago, yo, Illinois, da wollen wir jetzt hinreisen und wir werden hier ein ganz normales Zählspiel spielen, Einspielrunde über 18 Loch. Ihr wisst ja, wie die ganze Sache immer bei mir läuft und zwar werden wir erstmal die Front 9 und dann die Back 9. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier diesen North Course of Olympia Fields Country Club schon gespielt habe bzw. gesehen habe. Welcome to the great state of Illinois and the North Course of fabled Olympia Fields. For this edition of PGA Tour Golf. Rich Lerner joined up in the booth by Frank Navolo. Frank, there's nothing like an early tee time to get the adrenaline flowing. And also too, you know, the golf course is perfect. You know, less divots. You don't see any sort of marks on the green. Greens are going to putt beautifully. And there's also, you know, the course is a little bit softer. It's got the moisture from overnight. And also, you know, when they've cut the golf course, there's that really green, fresh smell, like it's brand new. Ja, was für eine geile Mucke im Hintergrund. Nicht schlecht. So, natürlich habe ich den Platz noch nicht in echt gespielt, aber mit Sicherheit vielleicht schon mal in einem der vorigen EA Sports Titel. Kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt, wie sich das Ganze hier spielt. Also Freunde, lasst uns zusammen die Front 9 spielen in dem Olympia Fields, dem North Course. Und das Ganze schauen wir uns mal an. Das erste, ein paar 5 gleich mal zu Beginn und wir haben ein bisschen Glück, würde ich sagen, denn wir haben etwas Rückenwind. Das sollte uns helfen, den Ball hier gleich mal schön ordentlich ins Fairway zu bringen. Die Bunker links und rechts werden wir hoffentlich nicht ins Spiel bringen. So ist jedenfalls der Plan. Und ich stehe hier parat mit dem Driver. Und Freunde, lasst uns loslegen hier nach der Sommerpause. Es geht endlich wieder los. Ich freue mich richtig wieder auf Golf mit euch zusammen hier zu spielen. Also, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. So, ich glaube, der bleibt ein bisschen rechts, habe ich so den Verdacht. Aber das passt. Das passt sehr schön. Mitte Fairway. Yeah, all about hitting the fairway here and that is right where you want to be. Jo, so sehe ich das auch. Now a second from well over 300 yards. This will be about positioning. Jo, ein einfacher Transportschlag, eigentlich geradeaus. Okay, die Fairways sind hier nicht allzu breit, aber es ist flach, es geht runter, gar kein Problem. Sollte das eigentlich darstellen. Locker durchschwingen und nach vorne raus mit dem Ding. So, bleibt ein bisschen rechts und vermute hier in der Kuhle liegen. Ah, geht sogar noch ein bisschen hoch. Sehr schön. Not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 and 2, but still in the ball game for a birdie. Jo, das ist doch möglich. Ein 60er Wedge. Da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Es geht wegen hoch. Das heißt, wir müssen etwas hindern, Stock anzielen. Wir müssen aber auch ein bisschen daran denken, dass wir höchstwahrscheinlich Backspin bekommen. Ansonsten ist das Ganze hier schön flach. Das sollte doch eigentlich... Ach, der bietet uns einen Pitch an. Da habe ich doch beinahe nicht aufgepasst. Einen Pitch, das ist natürlich eine andere Nummer. Gut, dann über rechts... Oje, oje, oje. Nicht, dass wir hier im Bunker hängen bleiben. Eigentlich müsste man den wirklich sehr schön hoch anspielen. Einen Pitch, das gefällt mir gar nicht.
Ja. Approach natürlich gar nicht. Okay, das geht überhaupt nicht kürzer. Aber wir machen es trotzdem mit diesem Schlag, weil ich will auf jeden Fall da oben rein und nicht hängen bleiben. Wir werden dann einfach mal den schön hoch anspielen und nicht voll durchschwingen. So, und? Na also, ein bisschen Backspin. Und ich würde doch sagen, das war schon mal ein gelungener, eine gelungene Annäherung. Wäre ja einer beinahe ein Igel geworden gleich am Anfang. Das nenne ich doch echt einen schönen Auftakt in die neue Saison, beziehungsweise hier nach der Sommerpause. Ich glaube, da haben wir gar nicht so viel verlernt. Da sollten wir doch gleich mal hier den Ball reinkriegen, oder? Zu einem schönen Birdie. And you've got to be hoping that is a harbinger of things to come. A well-played first hole of the day, yielding an easy birdie. The second hole is a par 4 at 467 yards. It is one of the many risk-reward holes here at Olympia Fields. Some will try to carry the three right-side bunkers with their tee shots, hoping to get a shorter look into a well-protected green that slopes from back to front. So, aber nichtsdestoweniger auch mit dem guten Auftakt im Rücken wollen wir heute natürlich auch ein bisschen was probieren, denn es ist ja wie gesagt eine Einspielrunde und das heißt, wir wollen auch mal vielleicht den ein oder anderen Schlag mal antesten, so ein Runner oder Spinner, den wir sonst auch nicht machen. Jo, so, jetzt müssen wir uns aber mal Gedanken machen. Okay, es geht ein bisschen bergab, wir haben ein bisschen Windunterstützung, aber eigentlich müssten wir irgendwie versuchen, hier um diesen Bunker herumzukommen. Und das müssten wir eigentlich mit einem Fade machen, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann schauen wir mal, ob uns das gelingt. And this round starting off strong after the birdie at the first. This in the fairway at number two. Jo, hervorragend. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Notovegay the third. Left himself with 149 yards to the front, 158 to the hole. Off to a great start with the birdie at the first, looking to make it two. Eisen 8 wird nicht viel Backspin draufkriegen höchstwahrscheinlich. Und wir haben ein bisschen Wind von rechts nach links. Also schauen wir, dass wir hier rechts vom Stock bleiben. Ansonsten tut sich da auf dem Grün, so wie es aussieht, nicht allzu viel. Er wird eher ein bisschen nach links bouncen. Aha. Ja, okay. Wir versuchen es mal so. Auch hier wieder natürlich ein kleines bisschen in die Höhe mit dem Ball. Okay. That is a proper iron shot. Good full swing, too. And gets the result it deserves. Great shot. Tja, gelernt ist halt gelernt, ne? So, jetzt aber wieder nicht überheblich werden. Level konzentrieren für den Putt, denn ein Birdie sollte man nicht notieren, bevor es auch nicht gefallen ist. Ein bisschen mehr. So not much more than a tap in there for a birdie, and what a start, two under through two holes. The third hole is another early test and is in fact the number one handicap hole, a par four at 461 yards. The hole is comprised of three segments. Tee shots should wind up in the second segment, leading to an uphill carry over Butterfield Creek to a somewhat small and tilted green. Ja, die zwei Bunker auf der rechten Seite, so ein bisschen als Plateaus, als Stufen aufgebaut. Jetzt schauen wir mal, ob wir da überhaupt... Ja klar, wir kommen hier rüber mit unserem Drive. Das ist gar keine Frage. Okay. Okay, okay, okay. Einen ganz kleinen Fade. Einen ganz kleinen Fade. Yeah, good swing and a good result. As that is safely into the fairway. Ja, guckt ein bisschen skeptisch, aber eigentlich war es doch ein guter Drive. The green is up above and this will play at least a club longer. Ja, ja, klar, 11 Fuß nach oben, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Schläger mehr.
einen Schläger mehr oder wir kommen da hinten rein mit dem Eisen 9. Das glaube ich nicht, Tim. So, Eisen 8, aber etwas kürzer. Naja, das ist mir aber trotzdem ein bisschen arg weit für 12 Fuß. Ein bisschen arg weit für 12 Fuß. Okay, aber das Ganze bounced nach links. Ja, okay. Ja, trotzdem hoch anspielen. Der ist jetzt zu lang, der wird uns hinten rausspringen. Ah, komm, bleib. Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in. In the rough now, wondering what might have been. Jo, einen Chip aus dem Rough heraus. Bin ich nicht so davon überzeugt. So, was wird er machen? Er wird ein bisschen runterlaufen, so wie es aussieht. Bin ich mir sehr sicher. Ja, so vielleicht. Oh. Das war ein bisschen enttäuschend wieder mal. Aber okay. Nicht jeder Schlag kann wirklich auch am Stock liegen. So, 2 Inches nach unten. 2 Inches nach unten. Okay. Ja, der wird dann durchrollen. Wenn er nicht fällt, dann rollt er wieder mal durch. Und da ist mit linker Lochkante reicht definitiv nicht. Denn er wird ja langsam starten. Nicely done there, so it won't be a third straight birdie to start the round, but it is a par here at number 3. So, jetzt haben wir mal ein bisschen kämpfen müssen. Die ersten zwei Bahnen waren doch ein bisschen easy. Bit of a breather, at least distance-wise, as with the first, left is no good, as thick trees and bushes again frame the fairway. The narrow green slopes right to left with 3 bunkers serving as protection. So, bevor wir zum nächsten Abschlag kommen, möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Auf jeden Fall für die vielen lieben, lieben Kommentare hier zu meiner kleinen Urlaubs-Sommerpause und vor allen Dingen auch zu dem Event, das in Bad Griesbach stattgefunden hat, die 144, wo wir ja richtig gut performt haben, unser Team, die Unkrautvernichter. Und das hat mich wirklich arg, arg gefreut. Vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare, für eure Grüße und alles. Ich bedanke mich recht herzlich, freue mich immer bei euch, von euch oder über euch, wenn ihr mir ja was schreibt. Danke, 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 danke. So, die nächste Bahn. Eine Par 4, 403 Yards. Ja, das ist nicht unordentlich, würde ich sagen. So, wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze hier geschickt einfädeln, denn links der Bunker und wir sehen ja, dass das Ganze der Fairway ein bisschen nach links runterfällt. Das heißt, wenn wir hier oben nicht reinkommen mit einem Fade, dann wird uns der Ball eventuell links in den Bunker rollen. So ist hier die Idee und wir sehen ja aber auch hier die Bäume, die natürlich dafür sorgen sollen, dass es nicht ganz so easy ist. Aber so sollte es, glaube ich, klappen. Ja, jetzt wird er mit Sicherheit links rüber bouncen, ganz klar. That is gonna wind up right down Broadway. A majestic looking tee shot there. Ja, aber mit dem Fade haben wir eben dafür gesorgt, dass er dann doch ein bisschen auf der Linie bleibt und nicht richtig links wegspringt. We go to Iona Stephen. 125 is the number. Just a flick pin all the way at the back. He can fly it the full way. So, jetzt ist das ein 50er Wedge. Mit dem habe ich eigentlich immer ein bisschen schlechte Erfahrungen. Wir haben ein bisschen Gegenwind und es geht nach oben. Also heißt es, eigentlich müssten wir einen Schläger mehr machen. Einen Schläger mehr und gegen den Wind. So würde ich doch jetzt fast sagen. Okay, das Pitching Wedge müsste auch schnell liegen, zum Liegen kommen. Here we go. Jo, das ist doch wieder mal eine schöne Annäherung. Jo.
for birdie. So, das geht ein ganz kleines bisschen runter, aber das sollte uns hier keine Sorgen machen. Hier, das Break ist nicht allzu stark, aber kontinuierlich von rechts nach links. Linke Lochkante, rechte Lochkante wird hier auch nicht reichen auf die Entfernung, 10 Fuß. Deswegen machen wir ein bisschen mehr. Nach hinten rausrollen wird er uns eigentlich nicht. Denke ich nicht. Yes, a good look at that one. All the way in. It's a birdie. It pushed that score to 3 under for the round. Now to the fifth. It is a fourth consecutive par four. This one measuring at 417 yards. It differs from the rest in that tall trees create a narrow chute to navigate with your tee shot, and the lone fairway bunker left is most definitely in play. Also in play is the cross bunker up near the hole, forcing players to carry the ball onto a plateau green. So, Quests haben wir jetzt 2 von 3 erfüllt. Ich habe jetzt gar nicht genau gesehen, was das nächste ist. 1 Under oder irgendwas stand da. Müssen wir noch gucken, was das bedeutet. Oh ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen bergab. Wir haben Rückenwind und da müssten wir doch richtig hier reinhauen können. Ja, ist natürlich gefährlich hier mit dem Bunker auf der linken Seite. Wir hatten aber auch eine kleine Welle, sieht man. Ne? Da ist so eine kleine Welle, damit die Bälle doch ein bisschen, wenn sie geschickt rollen, an dem Bunker vorbeikommen. Okay, wir müssen uns da ein bisschen Gedanken machen. Wie sieht es aus mit den Bäumen? Also hier würde ich vielleicht doch einen kleinen Draw reinspielen wollen. Einen leichten Draw, der müsste eigentlich hier an den Bäumen vorbeigehen. So, ja, da hat es diese ganz, ganz leichte Welle vom Bunker. So, auch der wieder schön präzise aufs Fairway. Noch 100 Yards bis zum Loch. Ja, da darf er sich doch freuen. Second shot now from right at 100 Yards. 5 Sand Safes. Also ich habe jetzt eigentlich nicht vor, hier in den Bunker zu schlagen und 5 Pärchen da draus zu spielen. Nee, Freunde, das lassen wir mal. Dann verzichten wir halt auf den Quest. Denn im Moment habe ich richtig Spaß hier. So, was haben wir denn? 54er Wedge, sagt unser Caddy. Der empfiehlt uns ein 54er. Mit dem 60er wären wir zu kurz und kriegen jede Menge Spin drauf. Wenn wir natürlich wieder den Schlag machen mit dem 54er, ein bisschen hintern Stock. Ja, die Erhöhung ist nicht allzu stark. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Dann schauen wir mal, wie es dann mit dem Spin aussieht. Ja, ein bisschen kurz, glaube ich. Der ist zu kurz. Der wird uns wegspinnen, oder? Oh, bleibt liegen. And that's a good approach shot too. Just a little left of the hole, but a good chance for birdie. Oh ja. From about 10 feet. Ja, so gut wie kein Break. Und im Prinzip liegt da fast plan. Okay, ein bisschen aufpassen. Es geht im Break ein kleines bisschen nach rechts. Also das heißt, wenn wir linke Lochkante anhalten, dann müsste er doch eigentlich reinfallen. So, ein kleines bisschen Gas. Und sauber putten. Boy, we are seeing some really good golf here early on. That's going to move him to 4 under through his first 5 holes. On to the 6th here on this north course, and finally it's the first of our 4 par 3s, checking it at 187 yards. This hole is much more out in the open than the previous 6, but that also means that winds can sometimes play a bigger role here. So, unser erstes Par 3 mit 178 Yard. Das ist, ich sage mal, eine normale Länge. Die Fahne steckt hier links vorne. Ja, es geht ein bisschen nach unten. Das heißt eigentlich ein Schläger weniger. Ein Eisen 7. Ein Eisen 7. Und wenn wir ein Eisen 8 schlagen... Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich glaube, das würde nicht reichen. Ein Eisen 8. Ja, da müssen wir schon kräftig reinhauen. Aber wir müssen auf jeden Fall kürzer bleiben. Von links. Ja, wir könnten natürlich auch hier schön mit dem Draw reinspielen und dann hier auf die Seite praktisch. Dann haben wir ein bisschen mehr Grün.
Aber auf der anderen Seite haben wir ja hier ein Vorgrün, sodass dann eigentlich nichts passieren sollte. Naja gut, wir werden es gleich wissen. Aber trotzdem noch ein bisschen höher anspielen. Ja, geht gleich nach rechts. Er geht mir zu stark nach rechts. So. Okay. Grün getroffen. Yeah, that one came in a little hot. It's safely on, but it'll be a long look coming up. Now this for birdie. Well, this one's all about a light touch in the hands. There's really not a lot of break in it, but it will gain speed as it goes down this ridge. So, was haben wir hier? Hat 34. Da würde ich dann auf 28 auf jeden Fall. Naja, gehen wir 26. Geht schön kontinuierlich hier runter, oder? Ja, schön kontinuierlich. Und natürlich das ganz, ganz große Thema über rechts die ganze Zeit. Das heißt, er wird uns gleich nach links ein bisschen runterkippen. Und je langsamer er wird, desto mehr wird er links runterbrechen. Also müssen wir schon sehr weit oben anhalten vom Prinzip her. Ja, und wir müssen aufpassen, dass er nicht durchrollt. Ja, weil der wird natürlich nicht langsamer. Ja, damit kann man doch zufrieden sein. Das ist ein ordentlicher Putt, gar keine Frage. Wenn man jetzt natürlich diesen hier noch stopft, das ist natürlich klar. Ein bisschen Gas, ein bisschen hoch, berghoch. Birdie, but par is all he'll have to show for it. A par four awaits us here at the seventh, this one at 452 yards. This hole bends ever so slightly to the left and features bunkers left and right off the tee. The green narrows and rises toward the back and is protected by two deep front bunkers. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir dieser Platz Olympia Fields richtig gut gefällt, mir richtig Spaß macht? Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt. So, auch hier haben wir jetzt wieder eine interessante Bunkerlandschaft. Ne? Also hier links, rechts so eine Kombi. Okay, 446 Yards für ein Par 4. Auch hier schlagen wir praktisch ein bisschen runter. Deswegen bietet sich hier auch wieder der Draw an. Oh ja, der Wind drückt den Ball aber auch nach links, sehe ich gerade. Draw. Okay. Driver und ab die Post. Ah, der kommt nicht, der geht gerade. Das sieht nach einem Bunkerschlag aus. Ja, komm, roll richtig rein. Oh, nee. Bounces into the rough. First fairway missed today. Ja, da hat er völlig recht. Ja, das ist jetzt echt undankbar. Ne? Man steht ein bisschen über dem Ball, dann ist er im Rough. Und ja, das ist jetzt echt undankbar. Aber gut. Aber gut. So, Eisen 8. Es geht etwas höher. Also gut. Wir haben 86 bis 94. Da würde ich doch fast sagen. Ja gut, auf der anderen Seite hat er dann viel Roll, wenn man mich fragt. Der müsste dann viel Roll haben. Ja, wir müssen einfach nur aufs Grün kommen. Und lass mich mal kurz gucken. Davor ist der Bunker. Der Wind drückt ein bisschen nach rechts. Wir stehen über dem Ball. Das heißt, er wird sowieso, ja, man sieht es hier, er wird sowieso nach rechts weggehen. Wenn ihr über dem Ball steht, so wie hier, dann habt ihr immer die Tendenz, dass der Ball nach rechts geht. Steht ihr unter dem Ball, dann geht er eher nach links. Also halten wir hier mal schön rechts, links an, damit wir zumindest Mitte Grün hier hoffentlich zum Liegen kommen. Ja, geht sofort rechts rüber. So, aber ich würde sagen, da haben wir nicht so viel falsch gemacht. Always a good shot in the rough, but now a chance for a birdie. So that's a good approach shot. Genau. Oh, 6 inches. Inclined to navigate, but other than that, this shouldn't move much at all. So, 6 inches. Es geht schon ganz schön berghoch anscheinend. Ja, auf der ersten Hälfte. Schauen wir doch mal. Nee, er zeigt eigentlich eher kontinuierlich. So. Ja. Auch hier ist eher so die Sache 32, 28. Naja, okay. Aber so viel ist es, glaube ich, gar nicht.
just gonna sneak on by. Ja, ich finde auf jeden Fall gute Länge. Wir haben dem Ball die Chance gegeben zu fallen und haben jetzt praktisch noch ein Tap-In. Also kann man sich nicht allzu viel vorwerfen. Das haben wir schon ordentlich gemacht. Disappointment there. That'll brush it in and that'll be just a par. Long par threes are becoming more in vogue in professional golf. We saw some long ones at the 2023 US Open at the Los Angeles Country Club. And we find another here at the 251-yard eighth hole. The green slopes from back left to front right and is fronted by a quartet of bunkers. Ja, ist natürlich klar, da haben wir jetzt endlich so ein paar drei. 282 Yards, sag mal, you're kidding me, huh? Also ich glaub's nicht. 282 Yards, das sind dann satte 260 Meter fast. Naja, ein bisschen weniger, 255, aber das ist schon ordentlich für ein paar drei. Und da müssen wir hier fast den Driver zücken. Das Problem natürlich, wie immer, ihr kennt es. Ach, guck an, wir haben natürlich hier den Bunker davor. So einfach reinrollen ist nicht. Holz 3. Hoch anspielen, hoffen, dass er hier in den Slope rennt und dann ein bisschen hoch springt und liegen bleibt. Naja, eine andere Idee habe ich leider nicht, weil der wird ja nicht... Ja, wir werden so versuchen, es wird nicht anders gehen. Es wird kein anderer Weg nach Küstnach führen. Ja, bleibt mir ein bisschen links. Ja, springt in den Slope, aber... Ja, okay, dann können wir pitchen. Das ist soweit okay. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. So, einen schönen Pitch. A second to the par three. Einen schönen Pitch, aber es geht ein bisschen hoch. 3 Fuß, 28. Ja, da machen wir hier mal 22. Da vorne, wenn ich das richtig sehe, ist eigentlich alles flach. Der dürfte also nicht groß verspringen, der Schlag. Naja, vielleicht doch noch ein bisschen kürzer. Und. Ah. Lovely pitch shot. Just nipped that ball off the turf. Just flew through the air beautifully. Sat down fairly quick as well. Good shot. Ja, auch hier gilt wieder, schön dem Ball die Chance gegeben und trotzdem dann im Nachhinein hoffentlich nur den einfachen Tap-In. Yo! That is so nearly a birdie, but par is all he'll have to show for it. Ein wunderschönes Up and Down. Olympia Fields is the 472-yard par 49. Bunkers are the name of the game here, with 3 hemming in the landing area and 4 more up near the green. Jo, wir kommen zur letzten Bahn hier für die Front 9, die Nummer 9. Und die zeigt uns an, eine Distanz von 478 Yards, Par 4. Auch hier haben wir natürlich wieder clevere Bunker in der Landezone. Da müssen wir auch wieder versuchen, mit dem Fade ein bisschen die Kurve hier reinzukriegen, dass er hier rechts rumläuft, weil sonst wird er zu lang. Ansonsten ist der Bunker da vorne, ja, wir haben ja das Glück, dass hier keine so hohen Bunkerkanten sind. Also es sind natürlich schon Bunkerkanten und wenn der Ball ganz vorne liegt, wird es ein bisschen knapp. Aber im Prinzip, ich will es mal so sagen, ein kalkuliertes Risiko. Okay, dann wollen wir das so mal versuchen. Ja, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Ja, die Kurve nimmt er an und ich glaube, das könnte passen. Ja, okay. Wir sehen auch gerade, die Länge hat gar nicht gereicht für den hinteren Bunker. Well, that one's finished in the first cut. It's going to be a little bit harder to spin it from there with a little bit of grass around the ball, but still not too bad. Now this is second to the par four from just off the fairway. So, 12 Fuß nach oben, das heißt wieder mal eigentlich ein Eisen mehr. Auf der anderen Seite wird das Ding ja auch ganz schön rollen. Aber wir sehen es, das ist wieder eins von diesen Grüns von vorne nach hinten. Also nach hinten geht es hoch. Das heißt, es hilft uns, den Ball zum Liegen zu bringen. Und das Ganze fällt von rechts nach links. Der Wind kommt aber
von links ein bisschen. Ja, der Wind hilft uns, der bremst uns. Und wir haben hier auch, ja, aus der Lage wird uns auch ein bisschen gebremst. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, wir müssen den rechts aufkommen lassen, dann wird er eine Kurve rollen, der wird nach links bouncen. Ja, genau, machen wir ein bisschen kürzer, ein bisschen höher. Ja, geht ein bisschen stark nach links. Ja, komm. Und ich denke, eine gute Länge. Good clean contact and a nice result. And a chance for birdie coming up. Yo. Note of this for birdie. And this putt moving right the whole way. Gotta keep the pace up to hold its line. So, es geht ein bisschen berghoch. Es geht ein bisschen berghoch. Und wir haben einen Break von links nach rechts, da er nicht zu unterschätzen ist. Gut, wie gesagt, wir geben dem ein bisschen ja was mit. Dadurch nimmt er das Break nicht so stark an, wie wenn es bergab geht. Ja, aber ist schon ein ordentliches Break. Ist schon ordentlich. Ah. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Putt. Weil der stellt uns jetzt natürlich vor keine unlösbare Aufgabe jetzt. Okay, sauber! And that will be a sizzling 31 on the front side, 4 under par. Yep. The backside here at Olympia Fields begins with a par 4 tenth at 444 yards. The best drive here will carry the left side bunker. If that's accomplished, it should leave a clear approach to an elevated green. So, Freunde, das waren sie also, die Front 9. Yo! Und ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Ich habe wieder richtig Bock. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war wunderschön. 4 unter Par hier. Und wir haben wirklich ordentlich auf den Grüns performt, was die Putts anging. Ich bin sehr zufrieden. So, was haben wir hier? Riviera Country Club. Nein, das ist eine alte Geschichte. Die interessiert uns nicht hier unten bei den Quests. Also, erstmal schon mal richtig cool gestartet mit fast einem tollen, ihr erinnert euch, Back Spin Eagle, da wäre beinahe zum Eagle reingefallen, also richtig stark hier die 1, super, super, super und dann nochmal gleich ein Birdie hinterhergeschoben und auf der 4 und der 5 und alles andere haben wir souverän im Pärchen gespielt. So, das war also The North Course of Olympia Fields Country Club, die Front 9 für diese Folge und ich werde natürlich die Back 9 jetzt gleich angehen, aber das seht ihr natürlich dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch allen hier über die Sommerpause, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Freue mich. Und wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, ja, dann wäre es doch schön, wenn ihr vielleicht ein Abo dalassen würdet. Würde mich sehr, sehr freuen. Okay, Freunde, ich bedanke mich, sage tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel und wir sehen uns dann zu den Back 9 hier wieder bei mir auf dem Kanal. Bis dann.